Also ich fange jetzt an. Ja, das Mikro war nur noch aus, nicht der Spielton. hi! Was geht hier ab? Ich bin gerade noch beschäftigt mit Chat lesen. Ist halt ja irre. Warte mal. Ah doch, der Chat funktioniert auch hier in meinem OBS. Das ist cool. Und jetzt höre ich mich wieder übers Handy. Warte mal. Ah, hier 5000. Was geht los da rein? Was geht los da rein? Was geht los da rein? Ja, warte mal. Moment. So. Jetzt wird's aber warm. Ich habe Jahrzehnten versprochen. So. Hallo. Ihr Irren. Hey, das ist voll geil. Ich freue mir gerade voll den Ast, dass schon so viele Leute da sind, wenn ich anfange. Das hatte ich bis jetzt noch nie. Ich steigere mich langsam, finde ich voll gut. Warte mal, jetzt muss ich mal hier gucken, wer hier also. Hallo Azeloth! Hallo Win! Hallo Dragaline, Silithus, Senlara, Komger. Wer ist noch da? Irgendwas? Berliner Girl oder so? Kenne ich noch nicht. Du bist neu. Hallo? Ja. Cool, dass ihr da seid. Ich freue mich einen Arsch. Ja, was habe ich hier gelesen? Es gibt hier schon eine Titten-Diskussion. Ja, ich habe Titten versprochen. Ich habe sie auch dabei, aber sie sind doch ein bisschen verpackt, weil so einfach bin ich da nicht zu haben. habe ich noch was verpasst? Flo überwacht den Chat. Yes. Yes, Flo ist mein Live-Bot. Ah, hi Berliner Girl. Nee. So. Seit 18.30 Uhr. Was? Seit 18.30 Uhr, weil er auf Facebook die Werbung um 18.30 Uhr da war. Ach so. Naja, man muss ja ein bisschen vorher. Letztes Mal habt ihr gesagt, die E-Mail würde 2 Stunden brauchen von Twitch. Bei mir ist das übrigens nicht so. Also bei mir kommt die richtig instant. Ihr checkt alle bloß nicht eure E-Mails zu checken. Eure E-Mails zu checken. Genug geflamed. So. Bis übrigens. Ja. Vom Mikro her ein bisschen. Ah ja, sollen die Leute. Sollen die laut. Leute sagen. Nee, ich fand's laut halt. Zu laut? Ja, weiß ich nicht. Flo wird hart und gnadenlos sein. Ja. Mit wem? Weiß ich nicht. Ist kein Porno hier. wir sagen es immer wieder gern. Ja, no porn. Kein Porn für euch. No. Irgendwie. Ich bin gefragt, ob es noch der Weihnachtsbaum ist. Der Weihnachtsbaum? Ja, neben dir. Neben mir, neben mir ist der Flo. Nee, der da. Ach so. Das Nein, das steht immer da. Das ist ein Plastik. Ist Plastik, gell? Ben Benjamini oder wie das heißt, keine Ahnung. Ja. So. So. Sind jetzt alle geil da? So, geil. Jetzt. was hast du immer gesagt? Im Großen und Ganzen. Im Großen und Ganzen, ja. Ja. So, geil. So, wenn ich jetzt die ganze Zeit Chat lese, dann komme ich gar nicht zum Spielen. Chat lese. Du mein Chat lesen. Da kommt der Schwabe wieder durch. Deshalb muss der Flo für mich Chat lesen. Ja, mache ich dann. Aber Silicius und ich wollten eigentlich noch was tun. Aber ich kann den Chat nebenbei lesen, das ist kein Problem. Dann entführt, sobald mein Sohn im Bett liegt. Ja. Weil, wenn ich, der Azeloth sagt, wenn ich Porno wollen würde, wäre ich ja nicht hier, sondern bei Miramisu. Ach so, das hört sich an, als könnte man das essen. Ja, das ist diese Monster-Tittenbraut, die. Ach, Monster-Titten aus. Hat die größere Brüste als ich? Echt? Das glaube ich nicht. Das muss ich mir selber erstmal anschauen. Das glaube ich nicht. Genau, schau dir ihre Brüste an. Okay. Tja. Jetzt spiel endlich. Wenn mein Controller geht, spiele ich, ja? Ich weiß nicht. Doch, hey, geil. Vielleicht Wahnsinn. Auch nicht. Echt nett. Aber gerade hat er doch was gemacht, oder? Nee, das war. Mit der Maus. War ich mit der Maus? Ach ja, komm, nee, doch, er geht. Ah, herrlich. Ich finde es voll geil, dass schon am Anfang Leute da sind. Habe ich schon mal gesagt? Ja. Ich finde es geil, dass schon am Anfang Leute da sind. Ich finde es voll geil. Weil sonst rede ich immer mit mir selber am Anfang. Und mit dem Flo, der mir nicht zuhört. Da. Hä? Ja, genau.
Blend mal rüber auf deinen Rechner, die ist sogar gerade wieder on. Ja, Win schreibt doch gerade, dass die einen Lifetime-Bann hat. Am schönsten ist, die häkelt bei Twitch vor 2 Tagen über 500 Zuschauer und Donations von über 1000 Euro. Alter, ich habe mir vorher auch schon überlegt, ob ich mal einfach Nähe oder Makramee mache auf Twitch. Im Dirndl. Was haltet ihr davon? Im Dirndl? Ja, aber das kann ich nur machen, wenn ihr mir ein neues Dirndl spendiert, wenn mein altes passt, nehme. Also, wenn ihr mir 200 Euro donatet, dann stream ich im Dirndl. Schaut mir an. Ich kann nicht jetzt zeigen, oder? Ja, zeig mir mal Bilder. Oh! Ja, also, von der Körbchengröße kann ich aber mithalten. Geht nur um den Ausschnitt halt. Ach so, ja, yes, das ist ja voll billig, ey. Ich bin noch nicht hier so eine Titten-Bitch. Was schreibt der Kumger ist hier der Marc, ne? Ja. Marc schreibt, ich sollte da auch mal häkeln, wenn das so viel. Marc, das würde ich mir sogar anschauen, wie du häkelst. Am besten mit deinen Barthaaren, das fände ich geil. Ja, ich hab keine Webcam, kostet auch nicht viel. Der Win sagt, ist die wieder da? Bei Google war ein Artikel, dass die wegen Brüsten gesperrt wurde. Ja, gesperrt wegen Brüsten? Jetzt echt? Wer macht denn sowas? Betrügt mal Handwerkerei, warum nicht? Ja, habe ich auch mal überlegt, aber keine Webcam. Ach so, naja. Aber nicht von der ihren Donation. Scroll mal runter, da spenden die über 10.000 Euro. Shorty holt wahrscheinlich immer seine Brust raus, wenn die Kamera weg ist. Tiramisu, ja, ja. Nadine, komm nach Wien, da gibt's super Dirndl-Geschäfte. Du, Silitus, hier in Bayern gibt's auch echt geile Dirndl-Geschäfte. Ich habe auch 3 Dirndl, ich habe im Dirndl geheiratet, aber ich muss leider zugeben, mir passt keins mehr. Ja, das ist die traurige Wahrheit. Jetzt bin ich traurig. So, jetzt gehen wir. So, die Stimmung ist gekillt. Deshalb muss ich jetzt irgendwas töten. Und ihr seid schuld. So, Pontius, ja. Ah ja, ein Solo-Level mit dem Krieger, das klingt gut. Oder ist das wieder das, wo man nur kämpfen muss? Du musst lernen, dass Ehre und Mut leere Worte sind. Meine Kräfte hingegen sind echt. Die Zinlara näht sich ein Dirndl. Ja, da bin ich gespannt, ey. Das ist ein großes Projekt, glaube ich. So. Der Abverkauf. Bobo, servus. Odi. Kobu? Okay. Oh, 11 Zuschauer. Hey, krass. Das liegt bestimmt an meiner Brille. Hä? Nö, ich hab einen Schal an. Ich bin doch hier nicht so eine billige Tippenbitch. So weit kommt's ja noch. Ja klar, ich spiel ja. Aber irgendwie. Nee, der läuft so lahm. Ich weiß nicht, wahrscheinlich weil es so kalt ist, dass er einfroren. Hä, was ist denn da los? Wahrscheinlich. Ich würde jetzt lachen, wenn die Batterien von meinem Controller leer wären, ne? Nee, aber dann läuft doch nicht. Dann läuft doch nicht der Char langsam, wenn der Controller leer ist. Das ist ja Quatsch. Ich glaube, der läuft so langsam, weil es so Eis ist. Und weil mein Spielton viel zu laut für mich jetzt gerade ist. Aber ich kann ja jetzt nicht gerade raus. Obwohl, dann stoppt, glaube ich, das Spiel. Warte mal. Ja. Weil ich höre irgendwie nur noch Spielsound. Ich höre mein eigenes Geschwafel nimmer und das ist scheiße. Weil ich mit von meinem... Ups. Ja, komm. Ach so, ich muss... Was denn? Der Flo macht Porno-Geräusche. Ach so, ich muss wahrscheinlich auf den Stein drauf. Damit ich da... Ah, schau so. Vielleicht. Boah. Oder auch nicht. Hä, wie komme ich denn an die blöden Viecher dran? Findest du das 3G rumgehen eigentlich besser oder schlechter als in Schwein 2? Ja, das ist eine gute Frage. Also eigentlich so allgemein finde ich es ganz
cool, aber ich verzweifle oft dran, weil wenn du nach vorne oder hinten springen musst, ist das richtig bekackt. Also so gegen die Kamera springen und so, ey. Boah. Wild Flow Papier. Ja, ich weiß nicht, ob man dich hört. So. So, vor lauter Gequatsche. Achso, ich kann ja hier so schauen. Jetzt hätte ich so nach hinten fliegen müssen. Und das kann man total schlecht einschätzen, wo man dann jetzt gerade ist, wenn man so nach hinten springt. Ja, der bringt mich um, weil ich total unkonzentriert bin, weil ich so viel Quatsch und Chat lese und so. Ja, höchste Konzentration hier. Höchste Konzentration. Der Startknopf geht nicht. Was soll das? Kleiner Ritter. Du musst endlich lernen, dass Ehre und Mut leere Worte sind. Meine Kräfte hingegen sind echt. Hast du schon Trine 3 gespielt, Mark? Du bist ja auch schon Trine Freed, ne? Ja, wahrscheinlich. Meine Motion Sickness? Nö, Motion Sickness ist nur bei Ego-Perspektive spielen. Oh. Jetzt klingt mein. Jetzt klingt das Telefon, das ist bestimmt mein Vater. Nee, das geht jetzt nicht. Ruf ihn nachher an. Geh mal ran. Wo ist meine Sekretärin? Ich gebe mein Auto. Mein Auto stirbt. Nee, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Wenn ich vor dem Typ stehe auf dem Stein, ne, weiß ich nicht, ob ich gerade vor oder hinter ihm bin oder was. Keine Ahnung. Oh nein, wie kann ich denn da dran? Oh, das ist scheiße. Ah, also doch. Ganz kurz Pause machen, Leute. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtige Buch lese.
Kleiner Ritter, du musst endlich lernen, dass Ehre und Mut leere Worte sind. Meine Kräfte hingegen sind echt. Entschuldigung, da scheint... Kleiner Ritter, du musst endlich lernen, dass Ehre und Mut leere Worte sind. Meine Kräfte hingegen sind echt. So, jetzt, sorry, aber das war mein Vater, weil mein Auto ist am Arsch. Gott sei Dank war das gutes Timing, weil ich krieg nächstes Woche eh ein neues. Aber, ja, das können wir jetzt irgendwie, naja, schön. Irgendwas ist ja immer, ne? Genau. Den Wendler, ja. Gott sei Dank gibt's hier keine Song-Requests, sonst wüsste ich schon, was die zwei... ja, mach doch mal. Mach doch mal, sie liebt den DJ. Oh, so ein Pech. Was hast du hier gemacht? So. Das ist Rose Mercedes tot, ja. Ich habe neulich an dem Tag, wo es so super arschkalt war, also wo es echt minus 100 Grad morgens hatte, ging auf einmal meine Heizung im Auto nicht. Das war besonders schön an dem Tag vor allem. Und ja, dann bin ich also eine halbe Stunde in die Arbeit gefahren halt mit ohne Heizung. Und hab gedacht, ich sterb. Hab's aber überlebt. Das ist eine gute Frage. Was sollte eigentlich? Vielleicht Verzögerung? Ach so, weil ich halt depp bin. Sorry, ich muss das Ding erst launchen. Dieses Overlay, glaube ich. Momental. Es tut mir leid. Oh mein Gott, es tut mir leid. Lounge. Oh. Warte. Das ist natürlich scheiße. Kannst du jetzt irgendwo nachvollziehen? Ich kann gar nichts nachvollziehen. Nee. Wie viel Azilut gespendet hat? Es tut mir leid, Azilut. Das ist bei dir drauf. Das ist am Leitung. Aber ich danke dir auf jeden Fall. Scham über uns. Oh Gott, Schande über mich. Ja. Kannst du mal ausprobieren? Nochmal? Irgendwie einen Euro spenden? Ja, ja, eigentlich müsste es gehen. Eigentlich. Hält uns gleich mal 100 Euro. Ja, genau. An uns selber. Jetzt warte mal. Ja, es liegt daran, dass der CLR-Browser nicht geht. Ah, jetzt kommt er, warte mal. Oh ja, wenn er 2 Euro springt, der nicht an. Dankeschön, Azilut. Oh, Azilut, danke. Als Starthilfe für meinen Dirndl. Ja. Ja. Außer spüren es, wenn sie ersetzt werden. Ja, du, das glaube ich voll auch, ey. Aber die eine Woche hätte er jetzt noch durchhalten können. Der alte Benz.
alt ist der Benz jetzt eigentlich? Wie alt ist der Benz? Der ist Baujahr, ich glaube 87, also rechnet es euch aus. Donation Page URL, die habe ich doch neulich eingegeben. Ja, aber weißt du, was du nicht gemacht hast? Was? Wenn hier donated, ja, dann donated man ja auf Twitch. Auf dem, was du da gemacht hast. Twitch.tv/talken. Nee, doch, das habe ich doch da eingegeben. Ach so, okay. Warte mal. Twitch.tv/. Nee, wie heißt das? Twitch Alerts? Alerts, ja. TwitchAlerts.com. Ja, ja. Alerts.com/zockene. Passwort 125. Ist eh nichts drauf. Nö. Kommt bei mir gar nichts. Zeig mir mal bitte die URL. TwitchAlerts.com. Donate zockene. Sag's doch gleich. Donate. Ja, ich brauch nur die URL, damit ich die hier wieder eintrage. Weil die anscheinend falsch ist. Ja, ne, Alter. Da steht hier was anderes. Aber ich hab die neulich extra geändert. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt donate ich mir selber einen Euro. Ja, ich hab das schon. Mann, ey, einmal mit Profis arbeiten. Das muss man alles vorher machen. Ja, ich hab das vorher gemacht, aber das hat's halt abgespeichert. Schrei mir den an. So, ich kann mir nichts selber donaten. Ja, egal. Ich kann mir nichts selber donaten. Du hast du musst schon mehr als ich. Hey, tja. Ich habe ja auch Brüste. Lernen, willkommen, 11 Zuschauer. Hey, alle. Meine Kräfte hingegen sind echt. So, probieren wir das doch mal. Bam, bam, bam. Oh, shit. Ich bin schon wieder in den... Fuck. Level 9 starten. Muss noch ins Lektorat. Das ist hier gerade super viel. Also komischerweise, der Chat auf meinem Overlay läuft. Warum die Donations nicht laufen, verstehe ich jetzt gerade nicht. Kannst du dich nicht mit einem anderen Ding anmelden? Nee. Das ist natürlich bescheuert. Naja, dann schauen wir mal jetzt. Hey, was kommt jetzt? Ich habe gerade das Dings getestet. Das Overlay getestet. Oh. Das wäre eigentlich der Donation Sound. Oh, okay. Ja. Kleiner Ritter, du musst endlich lernen, dass Ehre und Mut leere Worte sind. Meine Kräfte hingegen sind echt. Ja, ich werde mir am Wochenende mal Angkort einrichten und dann funktioniert es auf jeden Fall. Ich habe das jetzt gerade mit Steam Pro irgendwie am Laufen. Was ist denn da los? Nein, so endet es. Welche Software verwendet ihr für den Twitch-Stream? Momentan OBS. Open Broadcaster Software. Kleiner Ritter, du musst endlich lernen, dass Ehre und Mut. Und dieses Overlay, wo man jetzt den Chat sieht und wo man eigentlich die Donation Alert sehen sollte, das läuft über Steam Pro. Das ist so eine Website. Da kann man diese Overlays quasi anlegen mit den ganzen Alerts schon drauf und so. Und dann sollte das eigentlich gehen. Also und dieses Overlay über die URL von Steam Pro kann man dann in den OBS reinladen. Und lauter so Zeug. Wie man merkt, funktioniert es auch total gut. Und vor lauter Gelaber
sterbe ich hier die ganze Zeit, weil ich total unkonzentriert bin. Du musst endlich lernen, dass Junge. Ehre und Mut leere Worte sind. Jetzt aber. Meine Kräfte hingegen sind echt. So, jetzt konzentriere ich mich aber. Zum dritten Mal. Na? Ja, da kommt aber alles auf einmal, ey. The fuck? Na komm. Und jetzt weiß ich immer nicht, ob ich vor oder hinter dem Team stehe. Das ist total bescheuert, ey. Ah, ich habe ihn, glaube ich, einmal getroffen. Yeah. Du kriegst voll aufs Maul, Alter. Voll aufs Maul. Komm, ich gebe dir noch eine. Wo steht's? Twitch-Alert steht. Ja, dann war einfach diese URL nicht richtig. Aber ich habe die ja jetzt geändert. Also jetzt müsste es eigentlich gehen. Wir werden es nie erfahren. Oh. Wieso macht der, warum macht der Stein? Aua. Hat der Typ den Stein gehauen oder was? Shit. Die Mobs hauen sich gegenseitig? Was ist denn das? Ach komm ey! Was soll denn diese scheiß Wurzeln da immer? Jetzt kommt bam 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 bam! Ach Mann, kann man den irgendwie runterholen? Achso, den Mob? Oder kann man... Vielleicht der Stein auf den Mob? Naja, voll, ich kann einen Schlag auf den machen. Voll nicht. Und dann haut er nach oben ab. Was ist jetzt? Kann ich das von unten gar nicht erreichen? Das ist zu weit weg, glaube ich. Ja, wo fährt er denn hin? Und jetzt? Das ist der Himmel, ey. Was? Oh, ich hab ihn erwischt. Yeah, ich habe ihn voll erwischt. Mit einem Schlag habe ich ihn gewone-hitted. Yeah. Ich werde es schon noch irgendwann schaffen. Nächste Woche oder so. Ach komm, ja. Noch ein Schlag. Komm. Ach Mann, jetzt haut er sie nach oben ab. Jetzt aber, komm. Ein Stein, ja? Ich werde jetzt einfach da stehen. Ach komm. Bam, 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 jetzt komm. Ein Schlag und wehe, ich sterb jetzt, ey. Wehe. Nein! Bleib da, Stein! Stein, Buddy! Was macht der manchmal so, was schlägt ihn denn? Ein Stein. Nein, 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 wehe, ich sterb jetzt noch, ey. Echt. Ah. Yes! Ach nö! Jetzt echt, jetzt kommen nochmal. Ach komm, fickt euch, ey. Warum kommt jetzt noch mehr? Ist das so ein Endloskampf oder was? Kann ja wohl nicht wahr sein. Mit denen am Boden werde ich fertig, aber. Also wenn ich jetzt nochmal sterben werde, dann mache ich das Level nicht normal, sondern nur so ein Bonus-Level. Das kann, muss ich glaube ich nicht unbedingt machen. Ach komm, ey, das nervt mich voll ab. Stell dir vor, ich müsste das mit dem Magier machen. Kämpfen mit Kisten off-Doom, ey.
Jetzt aber. Warum? Ach nee. Was die Kette. komm doch. So, und jetzt nach hinten hüpfen. Und man weiß dann nie, wo man jetzt eigentlich gerade wirklich ist, wenn man so nach hinten oder nach vorne hüpft. Ich fühle mich irgendwie verfolgt. So, jetzt, ja. Na ja, komm. Ach, der schubst den weg. Das ist doch scheiße. Hey. Hä? Ich sehe halt einfach nicht, wo ich bin, wenn ich nach vorne oder hinten bin. Ah nein! Ach, fickt euch! Wie viel kommen denn da jetzt noch? Ich hab keinen Bock mehr. Wer ist denn die Shootbox im TF? Wer ist denn die Shootbox im TF? Hä? Was ist denn die Shootbox im TF? Was für eine Jukebox? Aha. Ja, ich beende das jetzt. Das macht mich irre. So eine Scheiße, ey. Ich sage ja zu Saskia-Quelle. Puh, so ein Kampf würde mir dann schon irgendwann auf die Eier gehen. Ja, mir auch, wenn ich welche hätte. Eier. Und das sieht genauso aus. Ach, das sind zwei so scheiß Kampfarenas. Ja, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Komm, es muss nur irgendwas anderes geben. Hab ich keinen Bock, Alter. Mach ich nicht. Kann ich nicht spielen. Mach ich auch nicht. Das Eierstücke? Ja, Eierstücke habe ich. Ich hab Cojones. Versteht ihr? Cojones. Und die sind aktiviert und die wollen was erzählen. Na, wer weiß, von wem es kommt. Scheiße, ich glaube, ich muss die scheiß Level echt machen, damit ich ins nächste kann. Fuck. Ach, das hier war... Ach, ich glaube, wenn es so komisch rumnebelt, glitzert, dann hat man es noch nicht gemacht, oder? Oh, das ist mit Kisten kämpfen. Ach komm, sind jetzt echt nur so Pain in the Ass Level da? Oh. Oh. Na, das kann ja lustig werden heute. 900 brauche ich, habe 841. Dschungelnadel, genau. Der Mark hat's erkannt. Der Ortega, ich finde es so schade, dass der raus ist. Ohne Scheiß, ich habe mich tot gelacht über den Typ. Na, David, für was ist Milch eigentlich da? Na, für was ist Milch eigentlich ursprünglich da? Für Cornflakes? So geil, der Typ, ey. Orgasmus, genau. Orgasmus, das ist so ein Punkt, an dem man sagen kann, jetzt kann ich schlafen. Oh, herrlich, der Mann. Echt herrlich. Jetzt kann ich schlafen. Ach Gott. Scheiße, ich muss halt echt die Scheiß-Level hier machen. Mit der Scheiße. Ja, wir könnten hier so einen Scheiß-Counter mitlaufen lassen, der jedes Mal Bing macht, wenn ich Scheiße sagen. Bing, ja. Bing, Bing. Oh, warte, ich habe jetzt die... Mann, ich muss am Wochenende unbedingt mal... Den Ankbot mir einrichten, damit ich auch so Soundbefehle machen kann, weil ich habe nämlich hier total coole Alerts mir schon gemacht, warte. Zum Beispiel... Ja... Jetzt finde ich es natürlich nett. Ach, herrlich. Da habe ich schon die ganzen Nächte von geträumt. Ich habe von Eiern geträumt und ein Traum von mir ist in Erfüllung gegangen. Was? Oh, Kiste. Kiste.
Wenn sie wollte, ich hätte für sie gesungen. Wenn sie wollte, hätte ich für sie gepupst. Halleluja. Super. Ja. Spaß mit Dschungelsounds. So. Spaß mit Flacken. Und ich bin der Brezen. Ja, wo gibt's denn jetzt noch was? Wo war denn jetzt das andere Scheißkapitel? Scheiß, 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 scheiß. Ding, 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 ding. Da war doch jetzt gerade noch ein Ding. Ein Ding. Ja. Ach, genau. Probier ich das mal. Pontius, am Ende des Abenteuers wartet ein Kuchen. Boah, auf nee, das ist mir zu hart. Also der Bachelor ist mir echt zu Sprich hart. Lauter. Boah. Die Stimme kenne ich von irgendwoher. Schaut ihr das? Vorwärts. Schaut ihr Bachelor echt? What? Wer schaut denn das? Na, na. Jetzt war echt. Puh. Doch eh alles gescriptet. Richtig mit Sandra. Sandra, was ist nicht richtig mit dir? So, jetzt kommt wieder Kämpfen mit Küchen. Ja, da kriege ich aber nur 50, obwohl es langt, glaube ich, ne? Ich brauche 900 und habe... Ach, es sind ja alle drei! Wow, Gott sei Dank. Ich dachte schon, das wäre noch so ein scheiß Bonuslevel. Boah. Gott sei Dank. Ich glaube, es ist ein Bonus-Level, aber mit einem kleinen Bisschen. Da steht eine Geburtstagskarte. Ich hab doch erst in 2 Wochen. 2 Wochen oder so. Bam! Verrate ich nicht. Musst du dir nicht mal aufschreiben. Aber ich. Ja. Lebt es noch? Ist gelockt. Ich lebe schon nicht da in der Ecke. So, hey, Alter. Schau, ich hab hier was. Garantiert echt. Hallo, ich verkaufe diese schicken Lederjacken. Oh. Der Kuchen ist eine Lüge, sagt der Arzt. Nee, der Wyn. Genau. Lara sagt, das Casting fürs Dschungelcamp. Genau, der Bachelor, DSDS, German's Next Next Topmodel. Was noch irgendwas? Das sind alles so Vorcastings fürs Dschungelcamp eigentlich. Ja. Obwohl die andere jetzt gestern erzählt hat, Ja. Das sind halt mehr Zicken. Was denn? Aha. Also, jetzt bei James Next Topmodel oder beim... Achso. Ja, was? Da wird einem der Handelschat vorgelesen. Weil was? Achso, ich habe mir die Software für das WoW-Headset geholt und jetzt ist keiner im TS zum Testen. Ja, komischerweise, wenn ich meine Kopfhörer frisch einstecke, dann leuchten die immer. Aber dann hören sie irgendwann auf. Ich habe keine Ahnung warum. Buffcast waren die nicht begeistert vom Computec Dschungelcamp. Computec Dschungelcamp? Was machen die für Sachen? Erzählt mal. Bin ja nicht mehr up to date hier. Nein, nein, nein. It's a trap, it's a trap. Das war knapp. Guter Mann, der absolut. Hört er den Flo überhaupt, wenn er so aus dem Hintergrund irgendwas murmelt? Nee, ne? Ich rede doch gar nicht. Was ist der Hund eigentlich? Aha. Nein! War schon wieder knapp.
Mark wollte irgendeinen Link posten. Keine Ahnung. Ja, Links sind hier verboten. Wir mögen keine Links. Links raus. Tschüss. Darfst du das? Das klang jetzt irgendwie falsch. Darfst du das? Darfst du das? Links raus, oder? Sie müssen links raus. Links raus. Bitte nehmen Sie die Ausfahrt. Nehmen Sie die Ausfahrt. Nehmen Sie jetzt die Ausfahrt. So. Nee, das geht nicht. Ach komm. Da war der Punkt zu nah. Was für ein Punkt war zu nah? Ist oh man, nur so warm kommst. Voll der Scheiß oben, oder? Das kommt gerade auch. Also ich finde das Lied geil, ne? Ich finde es echt geil, aber es kommt gerade ständig im Radio. Morgens, wenn ich in die Arbeit fahre, kommt es im Radio. Abends kommt es im Radio. Ich kann hier keine Kiste hinmachen, kommt es im Radio. Ach so geht es. Huch, shit. Und es ist voll der Ohrwurm, ey. Ganz schlimm. Habt ihr auch gerade einen Ohrwurm? Was ist euer Lieblingslied zurzeit? Schreibt es mir in den Chat. Hornzipfel, das ist kein Lied, Marc. Keine Links, keine bösen Wörter. Genau. Keine bösen Wörter. Keine Putze. Keine Putze. Ja, das wollte ich mir dann auch als Alert-Sound ehrlich gesagt noch machen. Das hatte ich schon. Es steht schon auf meiner Liste für Alert-Sounds, die ich brauche. Kleine Fotze, kleine Fotze. Keine bösen Wörter. Die Supernanny, irgend so ein Arschlochkind. Es springt immer auf dem Bett rum und schreit zu seiner Mutter: Kleine Fotze, kleine Fotze. Und die Mutter steht immer nur so ganz hilflos davor und versucht es aufzuhalten, weil es ja so hüpft. Und sagt ihm: Keine bösen Wörter. Gibt sogar irgendwie so ein 10-Stunden-Remix auf YouTube, wo es so abgemischt ist mit Beat drunter, so uts, uts, kleine Fotze, uts, uts, keine bösen Wörter. Ja, ist echt so. Das Niveau singt, ja. Ich bin das Niveau, ich singe. Der Niveau. Der Niveau. So. Ham kommst, da. Hast die Scheidung, mein Freund. Tatütata, tatütata. Oh Gott, wenn der Flo singt, ey. Genau, so was. Ja Mensch, wie mache ich denn das jetzt hier? Nein, nicht du, du blöde Kiste. Ich muss das irgendwie zum Schaukeln bringen, ich oder? Blöd. Immer diese unqualifizierten Kommentare hier aus der hinteren Reihe. Maul. Vielleicht so irgendwie schaukeln. Und dann ringen. Ja, vielleicht. Ah! Jetzt kommen die alle! Denn Lara beobachtet uns jetzt. Volle Pulle! Wow, super! Die nächste Fahrt geht rückwärts. Also der Follower-Alert geht auf jeden Fall. Okay, ja, dann muss der Ding vielleicht auch ein paar Minuten. Keine Ahnung. Nein! Super. Wow, super. Die nächste Fahrt geht rückwärts. Nee, das sagt sie nicht, aber das sag ich immer. Oh. Hä? Boah, ich bin voll verplant heute. Ich muss aber auch sagen, ich bin echt saumüde. Weil ich hab, glaub, echt wenig gepennt heute, weil das Dschungelcamp immer so spät kommt. Oh, schlimm. Keine Ausrede für doch, ich bin müde und verplant. Ich glaube schon, dass das eine Ausrede für schlechtes Spiel ist. Ist nicht eine Ausrede für schlechtes Spiel, es ist eine gute Begründung für schlechtes Spiel. Nein, nein. Oh doch.
eigentlich schon lange. Irgendwie war das verschwunden. Ach so, dass du gefollowt hast. Ja, ja. Ja, natürlich war dein Follow verschwunden. Ja. Sandra, ist schon klar. Das ist so, wie man immer sagt, wenn man keinen Bock hat, jemand in WhatsApp zu antworten, so, ach, sorry, ich hab jetzt erst deine Nachricht gesehen. Ja, genau. Ich will die Kiste eigentlich kaputt machen, die stört mich voll. Man hängt Sonntag noch nach. Ich habe Royal Rumble geschaut. Genau. Nee, wir sind jetzt schon alt. Wir können nicht einfach die Nächte durchmachen. Außerdem muss ich jetzt immer um 6:30 oder so aufstehen. Oh Gott. Ja, ihr lacht jetzt wahrscheinlich, weil für euch das wahrscheinlich normal ist. Aber ich bin jetzt 9 Jahre lang irgendwie nicht aufgestanden oder so um 9 Uhr aufgestanden, ja. Ja, und jetzt muss ich mitten in der Nacht muss ich aufstehen. Das ist für mich echt der Tod, weil ich ein absoluter Nachtmensch bin, ey. Oh. Seid ihr auch Nachtmenschen? Sind es alle Gamer? Nee, kann nicht sein. Flo ist ein Morgenmensch. Sind nicht alle Gamer Nachtmenschen. Frühmorgen Stream. Ach Quatsch. Wann denn? Am Wochenende. Ja, am Wochenende. Oh Mann, ich komme ja nicht hoch. Hallo 7, holla die Waldfee mitten in der Nacht. Ja, das ist mitten in der Nacht. Ich muss jetzt diese Scheißkiste hier irgendwo hin tun. Weil sonst die Scheiß Soja die ganze Zeit die Kiste erwischt statt das Ding da oben und es geht mir tierisch auf den Sack. Also, jetzt pass mal auf. 4:30 Uhr? Das ist ja ekelhaft. Bist du Bäcker oder was? Metzger. Achso, warte mal. Ich kann doch beide gleichzeitig. Vater? Das ist ja noch schlimmer als Bäcker quasi. Na komm jetzt! Ach komm! Knapp vorbei. Jetzt warte mal, vielleicht brauche ich doch die Kiste, damit ich quasi beide... Kann ich dann beide Dinger hier vielleicht an der Kiste festmachen mit der alten? Warte. So. Und dann hier festmachen vielleicht. Und dann das andere hier festmachen. So. Hatten wir das schon mal? Weiß ich nicht. Und dann kann ich vielleicht mit dem Magier jetzt einfach hier draufstehen und die Kiste bewegen oder so. Vielleicht geht ja das. So. Aha. Schau. Ja, aber das hat... Ja, das war doch schon gut. Das war doch schon gut. Das sah ein bisschen gefährlich aus, aber so könnte es gehen. Stell die Kiste auf das erste Ding, stell dich drauf und dann von da abspringen. Ich weiß nicht. Meine Methode ist viel lustiger. Da. Jetzt kommt wieder Schwung in die Kiste. Jetzt geht's ab. Los rein. Das sieht doch gerade echt aus wie so ein Fahrgeschäft oder so. Fliegender Teppich oder so. Aber ich hab's geschafft, schau. Ich hab's geschafft. Wie komme ich jetzt da hoch? Oh, scheiße. Oh, Mann. Tja, ich muss jetzt leider auch noch da hoch. Ah, ficken. Ach ja. Wie soll denn das gehen? So, Marc, ich habe vorher, hast du mir überhaupt geantwortet? Ich habe dich gefragt, ob du Trine 3 schon gespielt hast. Oder Sandra. Hab deine Antwort verpasst. Aber da kommt man doch jetzt. Okay, schauen wir mal. Ja, das war ja klar.
Die Kiste auf das andere Ding. Ja, welches andere Ding? Du musst schon links oder rechts sagen. Der Stream hat 20 Sekunden Verzögerung. Verzögerung. Verzögerung ist sowas wie Gönnung. So ein erfundenes Wort. Gönnung. Gönnung. Gönnung muss sein. Gott, ey, diese Werbemenschen, die haben doch echt nur trockenes Brot in der Birne. Ich weiß auch nicht. Ey, Gönnung muss sein. Ich, ach, wenn ich das höre, kriege ich Krätze. Krätze. Und der kriegt Plack. Plack. Da könnte ich Kassala machen, könnte ich da. Boom, Kassala. Boom, ne, Butch Kassala. Ja, Butch. Butch Kassala. Auf. Der Marc schreibt. Ja, habe ich, aber nein, habe ich nicht gespielt. Reizt mich auch nicht so. Zu geringe Frusttoleranz und eh zu viel zu zocken. Ja. Ach. Fußtoleranz. Der Marc hat Fußtoleranz. Er toleriert alle Füße. Oh. Kleine Füße, große Füße, krumme Füße, stinkige Füße. Ah, das ist ja nett von Marc. Ich hätte gar nicht so aufgeschlossen. Marc ist sehr fußtolerant. Verzögerung muss sein. So. Oh, schau, jetzt kann ich fast einfach nur rüberlaufen. Oder dann runterfallen. Bleib jetzt mal da, du Kackkiste, ey. Gönnung muss sein. Gönnung. Frusttolerant hat der Marc übrigens geschrieben, nicht? Ja. Vielleicht auch Wursttolerant. Schinkenwurst. Alle und Erdbeerkäse. Mal auf zu zappeln jetzt. Du doch nicht. Oh, ich bin mal gespannt. Wahrscheinlich falle ich jetzt gleich runter vor lauter Gezappel. Es schaut gut aus, was ich da mache, aber nichts kommt dabei rum. Ja, ich bin halt... Ey, meine Konzentration ist halt echt total mies einfach. Weil ich die ganze Zeit den Chat eigentlich nur lese. Ja, ich bin nur zum Chatten hier. Und jetzt kriege ich die scheiß Seile nicht durch. Mit der blöden Bitch. Ich muss mich jetzt mal... Also, der Flo muss mir jetzt den Chat vorlesen, wenn irgendwas ist, weil, ich muss mich jetzt mal konzentrieren, sonst wird's ja echt affig jetzt da. Ach komm, jetzt habe ich mich selber da runtergeschmissen. Das kann doch nicht wahr sein. Kann ich hier eigentlich irgendwie in der Wand hochhüpfen oder so? Oh, das nervt mich. Ist quasi wie Dschungelcamp, nur weniger assi. Naja, ich weiß nicht. Ich komme gerade ziemlich assi vor. Jetzt bin ich da runtergesprungen. Ihr lenkt mich ab. Ist halt schuld. So. Also jetzt nochmal die ganze Scheiße. Ich kann ja hier auch so hochspringen, so, aber dann komme ich nicht an die... Ja, ich kann von hier aus keine Kiste draufstellen, sondern die Scheiße. Machen wir es halt nochmal so. Ja. Dann hat sie sich aus Versehen an der Kiste aufgehängt. So. Hey! Hey! Unterhaltsam bin ich so, so. Ja, der Ortega war auch unterhaltsam, weil er so dumm war. Ich hoffe. So, ja, wahrscheinlich bin ich jetzt auch unterhaltsam, wenn ich mich so dumm anstelle. Du bist sehr unterhaltsam. Ja. Unterhaltsam ist das neue Wort, ja, das nette Wort für dumm. Du bist sehr unterhaltsam. Also, stell doch mal eine Kiste auf das linke erste von den Wippen. Ja, und dann? Und du dich dann da drauf. Ja, und dann? Das bringt doch nichts. Habe ich das nicht als allererstes schon gemacht gehabt? Also, ich probier's jetzt mal nochmal auf deine Art. Auf meine Art.
Und dann vielleicht auf deine. Und dann kannst du sagen, ich hatte dich dahingehend informiert. Wenn es dann so klappt. Ich schmeiß mich halt selber mit der Scheißkiste runter. Das ist so. Oh ja, ungefähr so. So, jetzt pass auf. So, jetzt bin ich schon mal hier. Aber wie? Na, warte mal, vielleicht wenn der... ja, nee, das kenne ich schon. Vielleicht kann ich mich selber mit der Kiste hier schaukeln, so ein bisschen, wisst ihr? Ich meine... Ja. Aha. So geht's vielleicht auch. Wenn man die Kiste einfach. Aber dann werfe ich sie jetzt wahrscheinlich wieder auf mich selber drauf. Ups. Oder daneben einfach. Oh. So, kann man sich anschubsen mit der Kiste. Und dann geht es fast. Nimm doch den Krieger und spring auf den rechten Wippe auf und ab, bis die hoch genug ist. Ja, das habe ich mir gerade auch schon gedacht. Aber wenn der Krieger dann in die Luft springt, dann springt er wieder an der Wippe vorbei. Das kenne ich doch schon, das Spiel. Aber ich kann es ja mal probieren. Ah doch, ja, das geht. Ja, das geht. Man muss nur im Sprung schon ein bisschen nach rechts. Ach, ja, ja, genau. Ja, genau. Azilut, du bist leider... Ich wollte jetzt gerade sagen, dank dem Azilut, aber Flo beansprucht es jetzt für sich. Weil das war jetzt wieder der Vorführeffekt. Wenn Flo zuguckt, geht's. Und jetzt bin ich tot. Das ist auch schön. Wenn ich jetzt mit dem anderen wieder da unten bin, dann ist die Probe. Oh, schnell. Oh mein Gott! War knapp. Sonst hätte ich mit Kisten kämpfen müssen. Direkt zerfickt worden. Keine bösen Wörter, Mark. Oh Gott, ich brauch das als Alert. Keine bösen Wörter. Was haben wir hier jetzt wieder? Ah. Ja, da muss man bestimmt der Kiste draufstellen. Bitte. Ah, ja. Achso. Okay. Wie war jetzt der Witz? Ah ja. Ah. Was haben wir denn da? Die schwebende Kiste. Was wird nicht zensiert? Was wird nicht zensiert? Ach so, Azilut, du meinst, dass zerfickt nicht zensiert wird von unserem Aufpassbot. Ich hab die Liste ausgeschaltet, weil sonst wäre Marc jetzt für 600 Minuten gekommen. Hast du das gehört, Marc? Wenn der Flo die Liste nicht ausgeschaltet hätte für die bösen Wörter, dann wärst du jetzt für 600 Minuten gebannt. Du bist der König der bösen Wörter. Weil wir wussten, dass du zuschaust, haben wir die Liste ausgeschaltet. Okay, was haben wir denn hier? Ah. Und dann? Schaukel. Vielleicht kann ich da auch eine Kiste dahinter machen. Irgendwie so. Ja, aber wenn ich die loslasse. Ah doch, das geht. Aber. Okay, schauen wir mal. So. Kann der Krieger eigentlich die Kisten zerstören? Ja. Und dann... Ah, nein! Und sich dann selber von der Plattform schieben. Ah, sehr gut. Aber wozu ist die Krieger da eigentlich? Kann der Magier die bewegen? Nein. Wo ist denn die da? Nur um mich zu ärgern, oder was? Okay.
Okay. So. Alter, das muss ich damit festhalten. Ja. Warum? Oh, ach deshalb. Dumm. Können wir jetzt einfach hier die Lücke zumachen? Ja. Oder? Ach nee, die hält gar nicht. Aber so kann ich das machen. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt eigentlich in meine eigenen Kisten hinstelle, dann zerfickt sie. Oder? Hallo? Hallo, lass los. Lass die Kiste los. Hm. Okay. Ja. Warum dreht die sich denn? So. Braucht's das? Kann ich jetzt da hoch? Ja, kann ich, ne? Planke. Und dann hoch auf die Kiste und dann rüber auf die Planke. Das war ja einfach. Da muss doch irgendwo jetzt noch was sein. So einfach kann das doch. Da war der Tod. Yeah. Okay. So, jetzt noch mal. Ja, übrigens, Marc, ist meine Frusttoleranz auch nicht so hoch. Aber man wird ja in diesem Spiel durch die Schönheit der Umgebung quasi wieder besänftigt. Wow! Und dann stirbt man wieder. Gerade in dem Moment, als man Frieden mit dem Spiel geschlossen hatte. Das ist natürlich super optimal. Ja, Frali. Ja, Frali. Jetzt hängt der Krieger da unten halt. Ach komm, nein! Oh, ja, ich kann mich auch einfach selber. Was kommt denn jetzt noch alles? Seid ihr bescheuert? Nein! Oh, bitte jetzt nicht, wenn ich. Oh Gott, bin ich jetzt wieder am Anfang? Oh nein, jetzt bitte nicht am Anfang bei den Wippen. Bitte nicht am Anfang bei den Wippen wieder. Das muss ich falsch erinnert haben. Oh Gott! Pontius, am Ende des Abenteuers wartet ein Kuchen auf dich. Bitte nicht bei den Wippen. Was war das? Sprich lauter. Ach so, das ist wirklich eine Anspielung auf The Cake is a Lie. Am Ende des Abenteuers wartet ein Kuchen auf dich. Super Gag. Kuchen vorwärts. Na dann. Nee, oh Gott sei Dank. Bin nicht bei den Wippen. Bin beim Kuchen. Kuchen. Immer eine gute Suppe. Nein. Nochmal. Ja. So viel zum Thema 3D. Jetzt weißt du, was ich meine. Links, rechts, vorne, hinten. Links, rechts, geradeaus. Das war in einem anderen Spiel. Wer weiß, wo das war? Links, rechts, geradeaus? Beziehungsweise war es gar nicht in dem... war es gar nicht in dem Spiel, sondern in so einem kleinen Verarsche-Video davon.
Für wahr, es ist ein ärgerlicher Vorgang gewesen. Sehr gewählt ausgedrückt. Ja, bitte. Der Mark kann auch anders, wenn er will. Ja, aber er will ja immer nicht. Er will ja nicht, ne. Also, da kann man runterfallen, Nadine. Das ist ja komplex. Komplex und kompakt ist er auch. Wie wir alle. Nee, er hat doch immer so eine Hipster-Mütze auf. Hipster-Mütze? Ja. Sogar im Auto, weißt du, wenn wir die mal fahren haben? Wir haben die Hipster-Mütze fahren sehen, ja. Das stimmt. Dann haben wir gesagt, boah, sind das so Hipster? Und dann haben wir gesehen, dass es der Marc war. Da lacht die Sandra. Sie weiß, was ich meine. Ja, ja, Sandra. Unsere Männer und ihre Kopfbedeckungen. Hey. Hat nichts mit mir zu tun. Flo hatte mal einen Hut. Vielleicht erzählt er. Vielleicht erzählt er euch bei Gelegenheit mal von seinem Hut. Flo streamt am Wochenende Assassin's Creed 3. Habt ihr das gehört? Wann? Wie viel Uhr? Welcher Tag? Samstag und Sonntag. Nee, das geht nicht. Ja, sag mal. Samstag, denk der mal. Amol. Oder zweimal. Also irgendwann, wir kündigen es dann auf Zocken an. Ja. Vermutlich. So, jetzt zu euch, ihr Bitches. Kassala! Jetzt gibt's Kassala. Gut. Andere möchte gebannt werden, warum? Hä? Mit dem Hutnerven. So, ja. Na komm, komm, komm. Der versteckt er sich hinter seinem komischen Schild da. Ist alles, was du kannst? So, und wie schlage ich jetzt das Zeug hier ein? Achso. Achso. Okay, verstehe. Ah, ich verstehe. Okay, 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 okay. Oh, ich kann... Ich wollte eigentlich blocken, aber jetzt habe ich den Feuerball zerschlagen. Ich kann Feuerbälle zerschlagen. Wie geil ist denn das? In Wirklichkeit ist es wahrscheinlich gar nicht Pontius, sondern Chuck Norris. Er kann Feuerbälle zerschlagen. Und jetzt? Wie kommen wir jetzt da durch? Muss ich die Feuerbälle vielleicht irgendwie umlenken? Und auf das... Geht es? Warte. Nee. Black Flag war der beste Teil. Ja, der kommt danach. Erstmal wird rein. Ich weiß gar nicht, ob die Leute dich hören, ehrlich gesagt. Ja, ich sag alles nochmal, was du sagst, oder was? Nee, nee. Da hätte ich ja viel zu tun. Du kannst ja ins TS oder so, aber... Ist da eine Kiste drauf? Nee, ich war da schon auf dem blauen... Auf dem blauen Teil. Ja. Da kamen dann die Feuerbälle raus, als ich das gestartet habe. Aber da muss irgendwo... warte mal. Müsste irgendwo noch was an... Vielleicht kann da oben... Ich weiß auch nicht. Also, keine Ahnung. Also irgendwas...
Entweder es gibt hier noch irgendwo so ein. Irgendwo was anderes. Achso, vielleicht kann man mit den Dingern einhauen oder so. Einhauen. Einhauen. No! Wo man hier überall runterfallen kann. Das ist unfassbar. Durch jede scheiß Ritze kann man hier runterfallen. Ja, hihi, sie hat Ritze gesagt. Oh mein Gott. Ja. Also draufstellen muss man dann nichts, aber vielleicht. Vielleicht müsste man noch woanders auch was draufstellen oder so. Habt ihr eine Idee? Ihr habt gesagt, vielleicht kann man ja mit der Kiste das hier einbollern oder so, weil manchmal. Nee, kann man nicht. Aber ich kann sie zumindest benutzen, um die Feuerbälle zuzustellen. Ja, ungefähr so. Nein! Och, Mann, der macht an mir was Quark. Sie tut nicht, was ich sage! Warte mal, vielleicht hab ich den Sound schon? Ja. Sie tut nicht das, was ich sage! Geil, ein Strauß. Sie tut nicht das, was ich sage! Geil, ein Straußenei. Warum kommen da alle nacheinander? Ich will nur einen abspielen. Mann. Ach ja. Sie tut nicht das, was ich sage! Ausch. Weißt du, so ein kleines Soundboard vor mir wie Captain Raab, wie Stefan Raab. So, was ist denn hier jetzt noch? Hier muss doch noch irgendwas sein, was ich verpasst habe. Muss da oben aus dem. An dem Maul was rauskommen. Was ist da für ein Seil an dem Kopf? Ich will kein Seil. Hä? Also, irgendwas ist bestimmt mit dem Kopf da, ja. Kann man kein Seil dran machen. Da muss bestimmt irgendwas. Oh, warte mal, da hinten geht's noch durch. Kann man da irgendwie rein? Da hinten ist so ein Baum. Ach, die Wand ist irgendwie brüchig. Ich glaube, ich muss wahrscheinlich genau die Kiste und keine andere, also keine von meinen eigenen. Hier draufstellen, haben die Symbole was zu bedeuten von der Kiste? Sind so komische Schnörkel drauf. Die sehen so ähnlich aus wie an dem Gesicht. Das Schild über der Tür. Damit ist aber auch nichts mehr. Also die Kiste. Ja, das Schild über der Tür. Vielleicht muss ich da reinschießen mit einem Pfeil oder so. Aber warte mal, ich stell jetzt mal. Hat das irgendwas getan? Nö, ne? Aber vorher hat es mal lila geleuchtet. Ich glaube, man muss vielleicht die Kiste mit genau dem Symbol oder so. Und wie drehe ich die denn? Keine Ahnung. Man die Kiste irgendwie drehen. Ach so, ha! Vielleicht muss ich die Kiste auf die Spring legen, damit sie sich dreht? Oder so? Keine Ahnung. Und dann genau mit dem Symbol oder so. Aber das ist zu kompliziert, oder? Irgendwie nicht drin. Sind da überhaupt Symbole drauf? Ah, so dreht man die. Aha. Nein, warte mal.
Nein, das war schon nicht umdrehen, die Scheißding. Ich hab irgendwie den gedacht, dass das Ding hier vorher lila war, aber keine Ahnung. Was sagt ihr denn? Ihr habt auch keine Idee. Ach so, genau, das Schild über der Tür war ja noch da. Versuchen wir mal, ob ich da reinschießen kann. Der Olden hier. Nee, der Kriegel kann die Feuerbälle nicht ablenken. Die zerspratzeln dann bloß. Das habe ich vorher schon probiert. Der Schalter hat sich vorhin schon mal bewegt, oder täusche ich mich da? Ja, der war mal lila. Also ich glaube, wie gesagt, mein Verdacht ist, man muss die Kiste irgendwie mit einem bestimmten Symbol draufstellen oder so. Und sich mal abwechselnd mit jeweils anderen draufstellen. Speckomelett? Was? Speckomelett? Keine Ahnung. Also wenn ich eine Kiste für mir draufstelle, passiert nichts. Wenn ich die Kiste von mir halt wieder dahin. So. Das Seil bringt da nirgends. Nee, da müsste ja irgendwo so ein Haken sein. Ich hätte halt. Durchschießen tut sie auch wieder nicht, die Olle. Oder? Warte mal, ich hol mir mal nochmal die andere Kiste. Wenn es geht. Ja, geht. Ich glaube, du kommst da unten nicht raus, oder? Doch, kommt schon. Und jetzt sterbe ich wahrscheinlich beim Versuch, da hochzuspringen. Ja, ungefähr so. Ja, aber jetzt bin ich oben. Ha, sehr gut. Ich hab mich hochgestorben. Besser als hochzuschlafen. So. Jetzt schauen wir mal. Ja, Mann! Rein mit der Arm! So. Also die Kisten sind auf jeden Fall gleich auch. Ich kann die Kiste mit dem Seil rumschieben. Aber dann müsste ich ja. Checks nicht. Ich will jetzt nochmal die Kiste zu drehen oder so. Ja. Keine Ahnung. Und die beide Kisten draufstellen? Das ist ein Hintertürchen. Wo kommst du unterhalb dieser Falltür hin? Welche Falltür?
passieren. Stelle beide Kisten mal direkt vor die Feuerlöcher und deine weg. Okay. Gehen wir mal. Wir probieren ja alles, ne? Ey. So, komm her. Bringt ja auch nichts. Ja, das Ding. Was für ein Ding? Es ist 20 Sekunden Verzögerung im Chat. Du musst mir ganze Sätze sagen, weil ich weiß sonst nicht, auf was du mich richtig siehst. Du willst nochmal da oben irgendwo reinzuschießen. Ganz ran. Du meinst die Kisten ganz ran, damit es explodiert. Ich glaube auch nicht, dass das das bringt, ehrlich gesagt. Aber... Schieb die mit dem Krieger ganz ran. Alle Kisten aufeinander stapeln und hochklettern? Nee. Nee, 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 nee. Ich suche mir jetzt gleich ein Let's Play auf YouTube raus. Ha! Kassala! Gott, ey. Aber da drüben geht's doch auch irgendwo hin, oder? Mann, 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 Mann. Kann so einfach sein mit roher Gewalt. Mann. Also ich habe den Verdacht halt jetzt gerade, dass es da durch die Wand auch durchgeht. Deshalb gucke ich jetzt mal. Oh, meine Feuerschutzkiste da hinten hat total viel gebracht. Aber ich weiß ja jetzt, seit dem letzten Stream, wie man die Kisten richtig bewegt. So. Jetzt versuch. Nee, das geht nicht. Aber das sieht doch aus, als würde es da durchgehen, oder? Weil da hinten so ein Baum ist und so. Naja, gut. Hauptsache, wir sind jetzt durch. Wahrscheinlich geht es jetzt hier gar nicht weiter. Haha. Doch, geht's. Ach, Gott sei Dank. Ich bin der Hulk. Ich reiß auch manchmal Heizungen aus der Wand. Das kann ich gar nicht erzählen. Das ist geheim. Aber ich habe echt mal eine Heizung aus der Wand gerissen. La la la. Erzähle ich euch mal unter vier Augen. Schon mal? Kommt mir alles so bekannt vor. Ja, da war ich doch schon mal. Oh mein. Kommt mir echt bekannt vor. Ja, ich schub's dir einfach runter, schau. Oh! Oder ich schub's dich selber runter. Das geht natürlich auch. Nee, ich war nicht wütend. Ja, ich kann euch das jetzt nicht erklären, das ist mir peinlich. Es hat nichts mit Sex zu tun. Ich war im Büro bei mir. Und ich muss mich jetzt hier konzentrieren, ich kann das jetzt nicht erzählen. Genau, die Heizung war zu aufdringlich. Da. Achso.
Achso, kann ich das auch nach dem Ding hier schubsen? Nach dem Steinhaufen schubsen? Na ja, du. Oh, wenigstens klappt mal was jetzt hier. Wir sind ja jetzt hier auch in schon echt einem fortgeschrittenen Level, ne? Und es wird nicht leichter. Muss man mal sagen. Wenn ich jetzt da runterhüpfe, ne, dann passiert wieder irgendeine Scheiße. Ich seh's doch schon. It's a trap! Genau, ich habe die Heizung terminiert, Mark. Ich kann ja, die Geschichte kann ich erzählen mit dem Terminieren. wenn jetzt hier nicht gleich irgendeine Kacke passiert. Also, ich arbeite in der Druckerei. Und wir haben Kundenservice. Und der ein Mitarbeiter vom Kundenservice hat mir eine E-Mail geschrieben. Da stand drin, Auftrag Nummer so und so, mit Versand so und so, bitte terminieren. Was würdet ihr da denken, was ihr damit machen sollt? Ich habe mir noch gedacht, warum schreibt ihr mir denn das Versanddatum? Das brauche ich gar nicht mehr. Hätte die Auftragsnummer gereicht. Auf jeden Fall habe ich den Auftrag dann storniert und habe ihm geschrieben, ist erledigt, der Terminator war erfolgreich. Und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, ja, den Terminator, den fand ich ja echt gut. Der hat mir gefallen. Aber ich meinte eigentlich, du sollst den Auftrag auf Versand 21. umstellen. Also das Datum ändern und nicht den löschen. Und ich habe ungefähr 10 Minuten über mich selber gedacht. Ohne Scheiß, es war kurz vor Feierabend und mein Gehirn war halt leer. Und dann bin ich echt, habe so meine Sachen eingepackt, habe gelacht, bin rausgelaufen zum Auto, habe gelacht, saß im Auto und habe immer noch gelacht. Ja, das war ein schöner Abend. Das war eine typische Nadine-Aktion übrigens. Ich mache öfter sowas. Nadine macht Nadine-Sachen. Ach ja. Ja. Terminänderung, genau. Hat er gemeint mit terminieren. Hätte auch datieren einfach sagen können, ne? Aber er wollte ja, dass der Terminator kommt. Also hat er den Terminator gekickt. Hallo. Und jetzt kann ich einfach springen und schweben und dastehen. Da hoch. Ha. Da war wieder so ein verwirrender Ring unten dran, der gar nicht sein muss. Unnötiger Ring, so wie unnötige Ohren. Damit man denkt, man muss da irgendwie rumschwingen, dann muss man das gar nicht. Genau. Wenn Nadine terminiert, dann bleibt halt nichts über. So sieht's aus. Ich bin nämlich der Terminator und der Hulk in einem. Das ist schon echt immer. Ich bin der Terminator-Hulk. Oder der Hulk-Terminator, man weiß es nicht. Lalala, wo geht's da hin? Hier geht's bestimmt wieder in den Tod. Oh, das ist ein lustiges Gesicht. Was ist das? Sieht aus wie... Das könnte so das Biest von Die Schöne und das Biest sein, oder? Dieses Fellgesicht. Ja, 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 von wegen. Ich wollte nur, dass ich wieder runterfall hier. Ah, meine Blatt. Der Wind schreibt, Nadine, ich könnte dir Storys bei mir von der Arbeit erzählen, da schlägst mit dem Kopf an die Wand vor Dummheit. Das Aktuellste ist, dass unser Lohnbüro vergessen hat, bei Leuten mit Steuerklasse 1 die Lohnsteuer im Dezember abzuziehen. Nett. Erfreulich, Weihnachtsgeld. Oder sie wollten mich kündigen nach 3 Monaten, weil ich nicht meine Arbeitserlaubnis und Aufenthaltsbescheinigung abgebe. Tja, laut aus, wieder vom Pan. Genau, der Pan-Typ, ja? Ja, so ähnlich sieht es aus. Aber es sieht süß aus irgendwie, hat was. Vielleicht mache ich es mal als... als Screenshot und macht dann ein Blüschtier, das aussieht. Wenn ich endlich mal meinen scheiß fucking Alec genäht habe, ich nähe nie wieder so ein Alec. Ey, das
kommt zu nichts anderem mehr. Nicht mal zum Let's Plays machen, wie man sieht. Weil das hier ist eigentlich nur ein Hologramm von mir. Das bin gar nicht ich. Ich sitze nämlich da hinten in der Ecke und nähe den scheiß Elec fertig, ja. So ist es. Und ich bin die böse Nadine. Die böse Zwilling. Michael, ich heiß ja nicht Abdullah oder so, dass man das denken könne. Genau. Abdullah Win. Oh, was geht da oben ab? Oh, das ist wieder eine störrische Kiste, die will nicht. Die will nur abhauen. Wo laufe ich hierher? Lolilolilo. Mann! Komm jetzt zu. Ich glaube, ich brauche noch eine eigene. Damit wir es auch schön bequem haben. Achso. Ich verstehe. Wieder die, wir bauen uns quasi selber eine Treppe. So. Warum steht da oben die Kiste vor dem Feuerball? Ist das irgendwas? Ich behaupte einfach, du bist Zwilling. Nee, ich bin aber Wassermann. Karlauer, 5 Euro und die wir sollten so ein Duschbeckglas machen. Ohne Scheiß, ein Duschbeckglas. Dann wäre ich wahrscheinlich die Einzige, also würde ich mir selber mehr donaten, halt ins Duschbeckglas, als alles andere. So. Wahrscheinlich muss ich die Kiste da oben wegmachen, damit der Feuerball rauskommt und irgendwas kaputt macht. Ist das so? Schauen wir mal, was der Feuerball jetzt kaputt macht. Ja. Manchmal habe ich auch Ideen. Aber nur manchmal. Bin ich jetzt durch? Nein, jetzt kommt nochmal so eine Wippe. Oh shit. Oh shit. Das geht nicht gut. Was ist mit dem Ding? Hä? Hä? Warum das? Konnte die Wand anfassen? Ah ja. Ich konnte die Wand anfassen. Stroke the Fairy Wall. Kennt ihr das? Oh Gott, das ist so gut. Wie hieß der Film nochmal, Flo? Mit Stroke the Fairy Wall. Wisst ihr das? Das war irgendwas ganz Verrücktes, wo die die mussten einen Musiker nach Las Vegas zum Gig bringen oder so. Und dann hatten sie irgendwie alle Drogen im Essen oder im Trinken und waren drauf. Ach so, das sollte das schmuggeln im Arsch, glaube ich, oder? Und dann ist der Kondom, also ist das halt geplatzt im Arsch drin und er hatte dann die Drogen intus und war voll drauf und die hatten in irgendeinem Club oder so, hatten sie so eine Wand aus lila Fell. Oh ja. Genau, und dann haben sie alle nur so an der Wand gegangen, oh, die geile Wand, oh, sie ist so schön flauschig und so. Und kam dann halt auch so ein Lied irgendwie mit Stroke the Furry Wall? Wo er dann gesungen. Ja, am Ende! Genau, am Ende, wo er dann endlich bei dem Gig war und irgendwie. Oder ein besserer Mensch war oder so, irgendwie später dann mal, so 6 Monate später oder so, hat man doch dann gar nicht gesehen. Wie er irgendwie dann ein Lied gemacht hat, das Stroke the Furry Wall hieß. Lucy? Funktioniert das mit dem Kopfgeld eigentlich? Ist das Zufall, welcher Auftrag gewinnt oder immer der höchste? Das weiß ich nicht, Flo. Wo ist das? Zufallssystem. Würfelbot. Wie ein Würfelbot. Kann ich nicht sagen, wer da gewinnt oder verliert. Ich spiele auch immer mit, aber ich verliere auch so oft. Mhm. Ja, ja. Ja, unten ist noch ein Shrine-Eck, ja. Oh, ich habe gerade gedacht, sie springt in den Tod, aber sie hat es echt noch gepackt. Die Olle. Aber wenn ich jetzt loslasse, dann springt sie in den Tod. Uff. Was uff? Was uff? Nee. Ah, an dem kann man sich auch halten, okay. Ja, ja, ja. Und wie geht's jetzt weiter? Also da oben ging jetzt irgendwas auf.
Kann man da hinten hoch? Oder, ach nee, ich muss wahrscheinlich wieder die Wippe... Warte, wahrscheinlich springe ich jetzt da hinten aus der Wand in den Tod. Nee, jetzt muss ich wieder mit dem Krieger auf die Wippe. Und dann stampfen. Und dann runterfallen. Genau. Und dann runterfallen. Ich sag's noch. Der Dame platzt chinesische Drogen im Bauch und ihre Evolution wird um Faktor 10. Ja, nee, nee, das ist was anderes. Das ist was anderes. Ein lustiger Film. Das ist so eine Komödie. Aber ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Google doch mal. Flo, Google doch mal Stroke the Fairy Wall. Da kommen bestimmt tolle Sachen dabei raus. Tod mit Ankündigung, genau. Man muss da irgendwie echt das richtige Timing finden. Und wenn man nämlich hochspringt. Ah, jetzt guck. Dann muss man echt aufpassen, dass man halt nicht daneben springt, ne? Ungefähr so. Oder ich muss von dem Brett hier. Oh, das bewegt sich doch, oder? Das Brett hat sich gerade bewegt. Naja. Vielleicht so. Männertrip heißt der Film. Ja, das kann sein. Männertrip kann sein. Weiß nicht mehr. Keine Ahnung. Der war... Ich war echt durch, der Film. Hast du das gerade gesehen? Super, das war toll. Oh Mann. Der hatte doch auch African Child, genau, African Child gesungen und den Film und seine Frau über Sex. Oh Gott, ich hab's gegoogelt. Die Sandra hat's gegoogelt. Oh Gott, ich hab's gegoogelt. Jetzt sitzt sie so in der Ecke, die Sandra. Oh Gott, ich hab's gegoogelt. Was? Oh Gott, Junge. Wie Adele erst den Regen in Brand setzt, dann jemand das Gesicht anfassen? Das Gesicht anfassen? Wem sein Gesicht fasst sie denn an? I don't know what he's talking about. Gesicht anfassen. Was? Set fire to the rain? Verstehe ich ja noch. Aber Gesicht anfassen? Das neue Lied heißt doch Hello? Da fasst doch keiner ein Gesicht an. Hello? Is it me? Looking for? Also es funktioniert schon so mit dem draufhüpfen, man darf nur nicht daneben hüpfen. Das ist echt schwierig. Ja, ja, es kann sich nur noch um Stunden handeln. Ui, ja. Vielleicht kommen wir hier jetzt schon hoch. Nee. Oh. Hello from the dark side. Männertrip oder im Original Get him to the Greek. Und die Marmelade hoch. Pump up the jam. Machen wir jetzt Lieder raten? Marc sagt Lieder auf Deutsch und ich errate, was er meint. Na klar. Pump up the jam, pump it up. Bla 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 bla. Ja. Wo soll ich denn überhaupt hin? Da hoch oder was? Okay. Ich habe wieder zu viel Geld ausgegeben, sagt der Azulut. Für was? Wieder Nuttengebrett. Sagt der Marc. Ja, oh Mann, ey, leg dich nicht mit Marc an. Der hat auf alles irgendeine bescheuerte Antwort, ey. Marc ist berüchtigt für seine Antworten. Er hat auch mal bei Computec gearbeitet. Marc, hast du eigentlich auch noch die berühmten BU-Konferenzen von der PC Action mitgekriegt? Da hat man wirklich gelernt, Scheiße zu labern. Ohne Scheiß. Yeah, ich hab's geschafft! So wie Hero bei Heroes. Der kleine Japaner. Geschafft! Voll affig. Affig. So, wenn ich jetzt hier durch bin, mache ich Schluss für heute, weil...
Ich muss aufs Klo. Außerdem habe ich bemerkt, man sollte echt nicht länger als 2 Stunden streamen, weil dann stirbt man. nee. Dann labert man nur noch Scheiße, es wird irgendwie total zäh. Die Scheiße wird total zäh. Oder jetzt wird's ekelhaft, ja. Genau, dann wird's nämlich immer ekelhafter und das Niveau sinkt immer weiter und... Nee, und außerdem kann man den Stream nur runterladen, wenn er kürzer als 3 Stunden ist. Ja. Der Marc schreibt leider nein, war ja nie redaktionell aktiv, ja, ich weiß. Aber ich kannte ja Ralf Wollner, Jo Hesse etc. so mit den... Ja, genau. Der Azelot hat 10 T-Shirts gekauft. What? Mit was drauf? Ja, auf QWERTY wahrscheinlich, oder? Gibt heute ein Angebot pro Shirt 7 Euro. Weiß nur nicht, welches Motiv. Hä? Ist jetzt ein Überraschungsmotiv gekauft? Ja. 10 Shirts mit Überraschungsmotiv, oder was? Das ist bestimmt überall... irgendwie Chacha Bings drauf oder so. Ja. Und jetzt? Ja, noch so ein bisschen so. Du Azelot, Kleidung kann man auch waschen. Genau, ja, Azelot kann sich immer. Huch! Achso, da geht's nicht rum. Ach, toll. Ihr seid ja lustig. Achso. Achso, die Alte ist schon tot. Ah, fuck. Mit der könnte man jetzt da oben an die. Wo ist denn die? Hä, wo ist die Alte? Wow. Wo ist die Alte? Die schwebt noch irgendwo da hinten rum. Ja, toll, ey. Da kann ich dir jetzt auch nicht helfen. Ach nö, ich geh jetzt nicht nochmal da runter. Oh, fuck, die schwebt da hinten rum. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich ohne die da rüberkomme. Ich muss aufs Klo. Nee. Ah ja. Mag das mit dem Unterwäschen funktioniert nur, wenn man eine Mumu hat. Es ist leider wirklich so. Männerschlüpper mit Kinnenschweiß will keiner. Obwohl, es gibt ja eigentlich für alles einen Fetisch, also man weiß es nicht. Du kannst ja mal versuchen. Mach einfach eine Website auf. www.markskimmenschweiß.de und versuch halt einfach mal, ob sich das verkauft. Blade. Bist du Blade oder was? Jawohl. So, sind jetzt bald alle tot? Also. Das Ding stößt immer an der Wand an. Was war denn das jetzt? Ich will nur den Charakter wechseln, da springt der andere in den Tod. Mann. Das ist wie bis Autos merkt, wenn man es auswechseln will. Ja. So, dann macht es ja immer Pock. Ich muss irgendwie auf das obere kommen. Ich komme.
komme ich denn da hoch auf das obere? Komm doch da. Ah, okay. Nein, bleib da, bleib da, bleib da! Oh Mann, es wäre einfacher, wenn ich die Soja gerade hätte. Wenn ich getrunken wäre. Ich bin übermüdet, das ist eigentlich fast genauso gut wie die Getrunkenheit. Komm schon. Ah. Yes, ungefähr so. Müsste es sich dann nur wieder andersrum drehen. Nein. Ey, ich hasse. Ey. Aber vielleicht kann ich es ja so machen, ja. Nein. es ist scheiße. Komm, ey. Ja. Komm auf, jetzt schnell, schnell. Und jetzt springe ich vorbei, pass auf. Nee. Aber in. ja, okay, aber ich habe das Dreieck. Wenn das obere rechts ist, die Kiste drauf, damit das runtergeht. Dabei auf dem unteren stehen. Hm. Habe ich nicht verstanden, aber egal. Geht es jetzt hier eigentlich weiter oder soll ich jetzt hier nur das Ding holen? Hm? Das ist die Frage. also, das oben rechts ist die Kiste drauf, damit das runtergeht. Dann geht es runter. Dann stelle ich mir in was hier. Was geht runter? Nee, der Dick ist zu schwer dafür, schau. Doch, es geht oben weiter, das stimmt schon. So, und jetzt nehme ich. Komm, komm schon! Nein, nein! Ja, aber da oben. oh Mann. Das ist die Scheiße an 3D. Bei 2D konnte man nicht nach vorne und hinten runterfallen. Da ging es nur nach links und rechts. Du musst die Lotion in das Körbchen packen. ja. Aber ich hab doch keine Lotion. Lotion Witze incoming. Nein! Ach komm, ey. Jetzt nervt. Also jetzt nervt. Jetzt nervt. Du regst dich auf? Ich? Niemals. Mich am Arsch, ey. Das wäre wahrscheinlich echt einfacher, wenn ich die alte hätte. Aber vielleicht sind die Ringe da oben schon wieder auch nur unnötig. Ja, nein. So nicht. Da tüta, da hoffentlich ist das Level bald rum, hä? Ich weiß immer nicht, welches ist denn jetzt das Richtige eigentlich, was nach oben geht. Schon das, oder? Aber, ey, das reicht halt nicht. Bitte? Muss ich jetzt noch eine Kiste drauf machen, oder was? Ach so. Oh. Ja. Ich muss jetzt wieder auf das andere.
Und dann runterspringen. Ich muss jetzt so drauf, dass das, was oben stehen bleibt, dass ich auf dem bin. Ich beneide übrigens Nadine, sagt der Marc. Die bleibt ziemlich ruhig bei diesen endlosen Toden. Ich würde da fluchen wie ein Rohrspatz und hätte schon 10-mal gerage quittet. Tja. Ich bin halt nicht gut, Marc. Ruhe in mir selbst. Ha. Aber das ist jetzt nicht das, was oben stehen bleibt. Sondern das. Und dann springe ich wieder daneben. Du musst auf das andere. Das obere muss ich, ne? Wie kann ich die denn unterscheiden? Die sehen beide gleich aus. Auf das mit dem schwarzen... Auf dem schwarzen... Mit dem schwarzen Gedöns hinten muss ich, oder? Auf das? Muss ich auf das? Tut nicht, was ich sage. Also komm. Also das geht hier nicht drüber. Das Kürzere hat noch die Stange dran. Da steht die Querstange über. Ach so, Und weil die Querstange übersteht? Aha. Aber ich muss doch auf das. Auf das muss ich doch. Auf das kann ich jetzt nicht einfach. Ja, dann komme ich wieder nicht mehr. Oh, Mann, ey. Also ich muss auf das, wo jetzt die Kiste steht, muss ich, oder? Ja. Und wenn ich die alte jetzt hätte, dann könnte ich mich einfach an dem Ring rüberschwingen. Weil ihr seht ja nicht, was ich auf dem Monitor mache. Und dann hoch. Aber die alte ist ja tot. Und die hängt irgendwo da hinten. Ich habe jetzt keinen Bock, nochmal dazu zurückzugehen. Ach ja. Bevor ich da nochmal zurückgehe, sterbe ich lieber 100-mal hier. So. Nein! Ach Mann, jetzt haben wir langsam keinen Bock mehr. Nee. Wisst ihr, da könnte ich mit der jetzt einfach da dran und würde jetzt nicht so sterben hier. Komm. Er gibt nicht auf! Nein, er gibt nicht auf! Die 100 Tode der Shaolin. Ja. Vielleicht kann ich mir jetzt hier eine Kiste hinmachen und dann jetzt versuche ich es mal so. Ich versuche mal jetzt hier meine Kiste zu machen, damit ich da rüberhüpfen kann. So, ne? Das geht ja. So. Und wenn ich jetzt nicht so. Bin vielleicht hier noch so ganz pad. Nein, dann dreht sich das wieder. Und ich. Echt? Ja, doch, vielleicht komme ich dann rüber jetzt auf das andere Ding. Schauen wir mal. Das war jetzt der jämmerlichste Tod. Puh. Nein, bleib da, bleib da! Mann, warum geht denn das jetzt wieder runter? Oh, kann nicht wahr sein. Oh, ist das nervig. Ich rage-quitte auch vielleicht. Rage-quitte? Ist das was zum Essen? Ich glaube, das ist meine häufigste Frage, die ich im Stream euch immer stelle. Ist das was zum Essen?
Aber eine Ragequitte könnte auch eine Obstsorte sein. Die Ragequitte, so wie Annoying Orange. Die deutsche Version von Annoying Orange ist die Ragequitte. Ah! Voll gut. Ja, ich lasse mir das patentieren und gleich nachher die URL sichern. www.ragequitte.de. Ah, voll gut, Alter. Okay, also jetzt mach mal du da hoch. Jetzt bleib mal da stehen, du Kackding. So. So wie eben hoch und dann oben die Kiste mit dem Magier. Ja, genau, das habe ich vor. Aber wenn ich die Kiste jetzt gerade wieder weggenommen habe, ist das Ding hoch. Nein! Schau, wenn ich das zu weit nach außen stelle, dann dreht sich die ganze Scheiße wieder. Jetzt nochmal. Rüber. So ein scheiß Ding. Jetzt. Boah, ist das eine Geburt. So. Wenn ich die Kiste jetzt zu nah an den Rand stelle, hier. So. So. Dann dreht sich die ganze Kacke wieder. Ich will jetzt auf dich zu drehen, Mann. Auf zu klicken, genau. So, jetzt beruhigen wir uns mal alle. Nee. Nein, nein, nein. Da war schon viel Schönes dabei. Die Ragequitte, das hat was. Kannst du dieses Drehding eigentlich einklemmen, also links unten die Kiste hinstellen zwischen Wippe und dem Steinboden? Nee, das Problem ist, wenn die Soja jetzt leben würde, dann könnte ich das alles einklemmen. Wahrscheinlich. Das klingt irgendwie schmerzhaft. Ja, die heißt leider wirklich Soja, das ist total doof. Dann könnte ich die Kiste und die Dinge fertig mit Zeilen verbinden. Oder ich könnte mich einfach hochschwingen, aber die ist ja noch tot da unten, irgendwo hängt die noch und ich habe die nicht gerettet. Und deshalb habe ich jetzt ein Problem. Aloha Zonge! Aloha Mokko! Schön, dass du da bist. Du kommst ein bisschen spät, weil der Stream ist fast vorbei, wenn ich hier endlich mal durch bin, also ungefähr in 2 Stunden. Ja. Also, hat er doch noch was zum sehen, ja, wie ich hier voll ablose. Hat da. So, jetzt nehme ich die Kiste ganz vorsichtig und stelle die hier ganz vorsichtig drauf. Ja, das hat gut geklappt. Also ich glaube, ich muss wahrscheinlich doch zurückgehen und die Soja holen, weil das geht so nicht. Die Wippe klemmt. Aber ich muss jetzt echt mal eine Pinkelpause machen. Ganz kurz, bin gleich wieder da. Sonst platze ich. Warte. Ja, hallo.
vergiss den Dschungel nicht, sagt die. Die Zellara. Ach ja, ich bin wieder, übrigens wieder da, falls ihr dann bemerkt habt. Hätte keiner gemerkt, ne. Wir nehmen den Dschungel immer auf. Und vor allem, wir wollen ihn heute wahrscheinlich gar nicht angucken, sondern dann erst morgen, weil es echt so spät ist und es killt mich langsam, diese Schlaflosigkeit. Jetzt komme ich wahrscheinlich hier gar nicht mehr zurück. Ach doch, deshalb steht hier die Kiste. Damit man wieder zurückkommt. Oh Gott, hoffentlich sterbe ich jetzt nicht. Schau, hier ist sie. Die Soja. Da schwebt sie rum. So. Haha, jetzt müssen wir wieder darüber. Oh, ey. Und wo habe ich den Magier jetzt eigentlich gelassen? Oh Gott, jetzt. Oh Gott. Ja, jetzt geht's hier wieder ab. Hätte ich dafür jetzt echt den Magier gebraucht? Komm, beweg dich. Du Kackding. Jawohl, komm, noch ein bisschen. Ja, zack! Nimmer geschossen. Wo ist er jetzt? Jetzt bitte du nicht auch noch. Nadine Smash. Genau. Nadine Smash. Oh. Smash. Smash kann ja auch was zum Essen sein. Da haben wir es wieder. Ich denk nur ans Essen. Vielleicht kann ich auch mit der alten hier schaukeln. So, wenn. So. Okay, schaukeln. Dann bewegt sich das ja auch, ne? Vielleicht geht es dann besser, weil der Magier. Ich sollte mir mal angewöhnen, dass ich immer alle meine drei Typen irgendwie am Start habe. Weil ich echt Probleme kriege. Habe ich den Magier schon wieder irgendwo hinten gelassen? Ah, schau. So ein bisschen. Hüpfe ich hier einfach blöd rum. Komme ich wahrscheinlich nimmer da oben zurück, weil ich den Magier nimmer hab. Ich mach wieder den Burani. Mach euch den Burani. Schaukeln die Alten mal ein wenig. Genau. Jetzt bin ich komplett tot. Jetzt bin ich gespannt, wo ich jetzt anfange. Ach herrje, das kann aber nicht stimmen. Ja, das kann wirklich nicht stimmen. Die Suche nach dem Kuchen. Am Ende des Abenteuers wartet ein Kuchen auf dich. Ja, ja. Hä? Was war das? Sprich lauter. Die Stimme kenne ich von irgendwoher. Lasse leicht nach. Ja, das ist genau das, warum ich gesagt habe, man sollte nicht länger als 2 Stunden streamen, wenn man dann leicht nachlässt. Halt die, jetzt bin ich wieder da. Och, ja, ist recht. Ach so, jetzt ist das Ding da oben. Ja, das bringt mir jetzt echt viel. Naja, will ich doch mal meinen, dass man das hier abschießen kann. Upp. Nein, hier so. So, so. Ich muss da drüber. Ach so, die Kiste steht noch drauf. So, genau, da kommt... Genau, da kommt der Nippel wieder runter. Und dann kann man die Seile drauf machen. So.
So, jetzt. Genau, jetzt seht ihr hinter mir den Flo, wie er sich aufs Sofa setzt. Und sobald er sich hinlegt, schläft er ein. Das ist wie so ein Knopf. Flo macht schon den Fernseher an. Ich glaube, er will mir damit irgendwas sagen. Lass die Kiste los. Was war denn da jetzt nochmal? Komm. Das bringt's ja voll. Oh nein, jetzt habe ich alle Seile durchgeschossen. Oh Leute, ich habe keinen Bock mehr. Das zieht die Augenbrauen ab. Ja. Arg viel mehr Gesichtsbehaarung gibt's ja nicht zum Abrasieren. Nein! Ja, der stupfelt auch. So. Machen wir das halt alles nochmal. Bam. Das ist unser vollstes Verständnis, wenn du jetzt aufhörst. So, das heißt, ich bin langweilig. Nee, ich verstehe schon, was du meinst und ich glaube, ich höre jetzt auch bald auf, weil, Achso, jetzt komme ich ja. Schau, ich mach nur noch Scheiße. Mir reicht es. Ohne Scheiß. Es ist 21.41 Uhr. Dann habe ich angefangen 19.30 Uhr, 20.30 Uhr, 21. Das sind 2,25 Stunden. Das reicht jetzt. ich mache jetzt Schluss. Mit euch. Nee, mit dem Stream. Was macht der Flo da hinten? Ich sehe dich genau. Und schau, der Hund schaut auch. Ich muss jetzt leider zu meinen beiden Männern auf die Couch. Der eine von beiden muss noch raus und der Hund bleibt auf der Couch. Nee, andersrum. Ah! Ich brauche unbedingt das Duschbeckglas. Okay, bis zum nächsten Mal richte ich vielleicht den Ankbot ein, damit auch meine Sound Alerts funktionieren und ich werde das mit den Donation Alerts dann nochmal testen, damit es auch richtig funktioniert. Und ich weiß noch nicht, wann ich wieder streame, ob ich am Wochenende dazukomme, weil der Flo will ja ganz viel streamen, quasi das ganze Wochenende durch Assassin's Creed, hat er gesagt, irgendwie so. Wir werden euch drüber informieren auf Zocken, auf Facebook, auf Zocken. Was, Flo, Hund, Erdnuss, Butter, Glas? Werfen wir uns jetzt random Wörter an den Kopf. Mama, Tuba, Mama, Pargo. Tuba, Pargo. Genau. Nicht weinen, Mogros. Wir kommen doch wieder. Was, Azilut, schau mal, ob du Übung Wachsstreifen hast und dann auf die Brust oder die Beine kleben. Ja, mach das mal unbedingt. Das ist ein toller Spaß für die ganze Familie. Okay. Was, Ass-Creed am Wochenende? Ass-Creed. Weiß ich noch nicht. Vielleicht spiele ich auch Ass-Creed. Vielleicht spiele ich auch das Game of Thrones Telltale. Ja, na, Ass-Creed hört sich irgendwie nach Porn an. Ass-Creed. Ass-Creed 3. Okay, also vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen, dass ihr so zahlreich da wart. Ja. Fand ich habe mich echt total gefreut. Es ist echt cool, wenn viele Leute da sind. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Yes. Tschüss. Tschüss. Tschüss.